Ja, hallo zu einem neuen Inkscape Screencast. Was wir dieses Mal machen wollen, kann man schon im Hintergrund erkennen, und zwar so eine US License Plate oder Nummernschild. Wer das Ganze nochmal nachlesen möchte, der findet in meinem Blog hier einen entsprechenden Beitrag. In dem Beitrag gibt es natürlich auch die entsprechenden Links zum Fond zum Beispiel, den wir brauchen, und zu dem Bild, was ich hier als Beispiel verwendet habe. Das Tutorial ist nicht ganz auf meinem Mist gewachsen, sondern vor etwa 2 Jahren ungefähr hat das schon mal Heathen X in ähnlicher Form gemacht. Ein paar kleine Änderungen mache ich hier trotzdem. So sind zum Beispiel bei mir die Löcher und nicht einfach nur draufgepappt. Und ein paar Dinge mache ich noch extra, dass das komplett wirklich fotorealistisch wirkt. Ja, wie gesagt, nochmal zum Nachlesen hier. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich lösche als erstes mal die Files hier, die brauchen wir nicht mehr. Dann zeichnen wir uns als erstes ein Rechteck. Setzen wir die Sichtbarkeit auf 100% zurück. Und zwar hat das Rechteck eine Größe von 300 mm. Mal 150 mm. Das sind exakt die Maße, die so ein License Plate hat. Und dann runden wir hier gleich noch die Ecken ab, jeweils 5 mm. Dann sieht das Ganze so aus. Wir machen uns davon gleich ein Duplikat, geben dem Duplikat, damit wir das sehen, eine andere Farbe und gehen auf Pfad dynamischer Versatz und versetzen das hier so ein klein wenig, so dass ein umlaufender Rand entsteht. Von diesem Duplikat machen wir wiederum ein Duplikat, auch dem geben wir einfach mal eine andere Farbe, dass wir das sehen, und versetzen das wieder ein Stück nach innen. So, dann selektieren wir das und unser rotes Duplikat hier an der Stelle. Beide dazu die Shift-Taste gedrückt halten und dann einfach über Pfaddifferenz oder Steuerung und Minus schneiden wir das so aus. Von dem, was wir jetzt übrig haben, machen wir wiederum ein Duplikat mit Steuerung D, geben dem eine schwarze Füllung, gehen auf die Objektfarbeinstellung und geben dem hier eine Unschärfe vom Faktor 0,5. Setzen das mit der Bild-Ab-Taste unter unser rotes, unsere rote Umrandung. Ich mache das mal hier ein bisschen heller, dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser. So. Ja. Und das hier auch grau. So sieht man das. Dadurch entsteht hier so ein Schatten. Wir machen von dieser Umrandung noch ein Duplikat. Da ich das jetzt hier schon grau habe und auch das machen wir etwas kleiner mit dem dynamischen Versatz. Dem geben wir dann im Anschluss auch einfach eine Unschärfe von 0,5. Und dadurch wirkt das dann wirklich wie geprägt. Wichtig dabei ist, dass das darunter halt ein 10- oder 20-prozentiges Grau ist.